Leute, und willkommen zu einem Video von mir. Heute gibt es die neue Zugänge vom November für euch. Ich habe jetzt die Reverb-Bestellung mal rausgelassen, weil ihr das Video ja online habt. Das verlinke ich euch hier oben. Könnt ihr das Reverb-Unpacking nochmal schauen? Da könnt ihr nochmal sehen, welche Bücher ich da gekauft habe. Das sind jetzt die Bücher, die ihr wahrscheinlich noch in keinem Video gesehen habt. Das sind jetzt knapp 14, also doch recht viele. Also ist eigentlich im Rahmen, sehr im Rahmen, bin ich sehr zufrieden mit, und es sind sehr, sehr geniale Bücher dabei, sehr, sehr geniale Bücher auf jeden Fall, definitiv geniale Bücher. Das erste ist, ich glaube, der dritte Teil oder so, oder zweite, dritte, ach, keine Ahnung, welcher Teil das ist, von einer Reihe, die sehr beliebt ist. Ich habe den ersten Teil hier und die Vorgeschichte. Oh. Nämlich dreht es sich um Roter Drache von Thomas Harris. Das ist irgendein Teil der Reihe von Hannibal Lecter. Ja, irgendein Teil dieser Reihe. Ich habe den ersten, ich weiß nicht, welcher Teil der erste ist. Ich glaube, das Schweigende Dilemma. Habe ich noch nicht gesehen. Gelesen. Steht aber auch bei mir im Regal. Und den Gau habe ich ganz günstig für 1 Euro, glaube ich, bei eBay ersteigert. Da konnte ich nicht Nein sagen. Es war einfach ein Schnäppchen, weil das Buch sieht aus wie neu. Es sieht ungelesen aus. Keine Leserille, nicht rumgelesen, nicht vergilbt, doch da oben leicht vergilbt. Aber ansonsten tipptopp, kein Mängelexemplar. Es sieht aus wie neu. Das war wirklich ein Schnäppchen für 1 Euro. Neu kostet es, gut, auch nur 4,99 €. Das nächste Buch war ein Mängelexemplar, auf das ich so schon so Ewigkeiten warte, dass ich so lange, lange haben wollte. Von einem Autor, von dem ich schon mehrere Bücher hier stehen habe, aber bisher nur 1 gelesen habe. Richard Layman, die Familie. War ein Mängelexemplar, habe ich bei Edeka entdeckt. Musste ich sofort mitnehmen. Ging nichts drumherum. Aber mich stört es jetzt, dass da, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, da war ein Aufkleber drauf. Und der war so fest, dass er das Cover auch damit abgerissen hat, die Schrift. Das stört mich. Kann ich aber jetzt nicht ändern. Ist ja auch egal, aber es sieht auf jeden Fall tipptopp aus. Es ist eigentlich ein neues Buch. Hat zwar etwas gelitten in der Mängelexemplarkiste, Ecken angestoßen. Aber ich bin so gespannt auf das Buch. Es soll ja wirklich auch gut sein, habe ich gehört. Ich freue mich so sehr. Das sieht so schön aus. Vor allem sehen die Bücher auch im Bücherregal so total cool aus. Ich mag die Farbe von dem Cover. Also von der Schrift. Das sieht sehr, sehr cool aus. Dann kommt ein zweiter Teil oder erster Teil oder ob es überhaupt ein Teil ist, ich weiß es nicht. Das gleiche Buch habe ich schon mal hier. Ihr werdet euch jetzt denken, wieso? Dieses Buch gibt es in anscheinend 2 Varianten. Ich habe die erste Variante schon hier, die habe ich schon vor längerer Zeit gekauft. Jetzt habe ich die andere Variante auch ersteigert bei eBay. Nämlich Ene Mene, einer lebt, einer stirbt von MJ Olledge. Und da gibt es ja auch noch das gleiche, nur mit rotem Cover. Und ich glaube, das ist irgendwie eine andere Geschichte oder umgedreht irgendwie. Die Geschichte wird auf jeden Fall irgendwie anders erzählt. Aus der anderen Sicht oder irgendwie so, keine Ahnung. Die wollte ich auch unbedingt jetzt schon bald lesen eigentlich. Bin aber irgendwie noch nicht dazu gekommen. Wer schon gelesen hat, kann mir in die Kommentare schreiben, ob das gut ist. Dann musste es einfach bei mir einziehen. Es musste einfach, das hat eine Leserille. Achso, ja, das wurde gelesen, das war kein Neues. Ich musste es unbedingt haben. Und jetzt habe ich es für 10 Euro bekommen, statt für 12,99 €. Also, ja, eigentlich 3 Euro gespart. Ich freue mich so sehr. Die Blutschule von Max Rode, aka Sebastian Fitzek. Ich muss jetzt unbedingt lesen. Es soll so, so gut sein. Und es soll mehr in die Horrorrichtung gehen. Ich muss jetzt unbedingt bald lesen. Unbedingt. Ich will es lesen. Aber irgendwie komme ich momentan irgendwie gar nicht zum Lesen. Traurig aber wahr. Vielleicht lese ich noch. Keine Ahnung. Ist halt schwierig momentan mit Lesen. Aber ich freue mich schon auf jeden Fall sehr auf dieses Buch. Das ist ein gebrauchtes Buch. Habe ich für 10 Euro, wie gesagt, ersteigert. Hat eine Leserille, aber das stört mich nicht. Aber ansonsten sieht das Buch tipptopp aus. Dann kommt ein Hardcover, das ich eben, bei dem ich unbedingt dieses Cover haben wollte. Ich habe von dieser Autorin noch nichts gelesen, aber 2 Bücher hier.
Das ist mittlerweile drei, also mit dem sind es drei Bücher, die ich von der Autorin hier habe. Und die soll wirklich sehr, sehr gut schreiben. Und ich wollte von diesem Buch die Hardcover-Ausgabe, weil mir die am besten gefällt. Die Rede ist von Sabine Thiesler mit Bewusstlos. Steht schon sehr lange auf meiner Wunschliste, wollte ich schon so, so lange haben. Es hört sich einfach so genial an. Er kam im Sommer, völlig überraschend, aber er war kein Mensch. Er war ein Ungeheuer. Musste ich unbedingt auch haben. Es war ein Mängelexemplar oder ein reduziertes Exemplar bei, ich glaube, Thalia in Regensburg. Glaube ich, war das, habe ich das gekauft. Kein Mängelexemplar, aber reduziert. Und da musste es einfach mit. Ging kein Weg, führte kein Weg daran vorbei. Dann ist auch eingezogen bei mir ein Vierstband, ein neuer, abgesehen von der Rübenbestellung, nämlich Ausgelöscht, denn Erinnerung kann töten. Frag mich nicht, wo ich das her habe, ich weiß es echt nicht. Es ist einfach da. Oder war das in der Rübenbestellung dabei? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, da war nur eins dabei. Auf jeden Fall, Fear Street, ausgelöscht. Brauche ich nicht mehr zu sagen, ist halt Fear Street. Dann ist ein Buch eingezogen, auf das ich mich auch schon so, so sehr freue, dass die nächsten zwei Bücher. Die nächsten zwei Bücher habe ich bei Facebook gekauft. Auch ganz, ganz günstig. Einmal hätten wir hier Geisterzeilen von Janina Ebert. Das hört sich so geil an. Es ist Geister und ich liebe Geister und es musste einfach sein. Bei Geister und das steht schon so lange auf meiner Wunschliste und ich will es unbedingt lesen. Manchmal sind die Menschen, die einem am meisten prägen, bereits tot. Und das hört sich so, so genial an. So, so genial und ich will es jetzt auch bald lesen. Es ist Geister. Es ist eine Geistergeschichte und deswegen muss ich jetzt definitiv bald, bald, bald lesen. Bald. Das nächste Buch ist von einem sehr bekannten Autoren. Es ist ein ziemlich dickes Buch. Also, was heißt ziemlich dick, aber es ist ein Mängelexemplar. Anscheinend hat aber kein Stempel doch da. Und ja, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an, nämlich Toten. Blick von Markus Heitz. Ich habe ja noch nichts von Markus Heitz gelesen. Er schreibt ja eher Fantasy-Bücher. Aber das ist jetzt ein Thriller von ihm und da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Die Bilder, sie sind Vorlagen für die grausam inszenierten Tatorte des Mörders. Der Ermittler, er liefert sich mit dem Täter einen Wettlauf gegen die Zeit. Der Totenblick, wer von ihm erfasst wird, muss sterben. Richtig genial hört sich das an. Das ist nicht gerade dünn. Es hat über 500 Seiten auf jeden Fall, über 515. Aber ich will das unbedingt lesen, das hört sich so geil an. Und das Buch ist auch wie neu. Das ist ganz, ganz leicht rund gelesen, wenn man das überhaupt rund lesen nennen kann. Es hat keine Leserille, es ist vielleicht leicht angekillt und halt ein Mängelexemplar mit Kratzern hier hinten, aber das stört mich ja nicht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr genial und will ich schon so, so lange lesen. Und das nächste Buch habe ich neu gekauft. Ich weiß zwar nicht, wieso ich das nochmal gekauft habe. Aber es haben mir schon so, so viele empfohlen. Und mir fiel, ich dachte immer, das Buch wäre ein Fantasy-Buch. Oder so ein High-Fantasy, keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber es ist überall als Thriller-Reihe gekennzeichnet. Das ist der erste Teil einer Reihe. Nämlich Night School, der erste Teil. Du darfst keinem trauen. Ja, es ist auch endlich bei mir eingezogen. Zwar in der Taschenbuchausgabe, aber das stört mich nicht. Ich finde das Cover wirklich schön. Das Cover ist wirklich schön. Ich bin schon gespannt. Es wird ja so gelobt, das Buch. Und ich bin gespannt, ob es mir gefallen wird. Ob es wirklich in die Thriller-Richtung geht oder eher nicht. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Autorin C.J. Dorothy. Und ich bin schon so gespannt, wie mir das gefallen wird. Dann haben wir ein sehr, sehr dünnes Buch. Ein sehr, sehr dünnes Buch. Das ist der zweite Teil, bei dem ich den dritten Teil hier habe, wobei mir der erste Teil noch fehlt. Nämlich Invisible Fiends Caddy Spiel ist der zweite Teil der Invisible Fiends Reihe. Jetzt fehlt mir nur noch der erste. Dass ich die Reihe auch anfangen kann, weil es hört sich sehr, sehr genial an. Ich finde auch die Covers sehr genial gemacht. Und es sieht einfach schon so unheimlich aus mit dem Mädchen und der Puppe. Es sieht einfach unheimlich aus. Und es hört sich auch so sehr unheimlich an. Deine unsichtbaren Freunde sind zurück und sie wollen Rache. Das nächste Buch ist ein Buch, was vielleicht nicht so viele interessieren wird, aber es hat mich interessiert. Schon von wegen meinem Beruf und vor allem auch wegen meinem Geschlecht, weil
Ich finde es einfach ein wichtiges Thema für mich persönlich und ich finde es auch allgemein, ist es ein wichtiges Thema, das wirklich angesprochen werden muss. Nämlich, entsagte Väter, der Kampf um die Kinder, warum Männer weniger Recht bekommen, von Katrin Hummel. Das hat mich so interessiert. Es hört sich einfach so genial an und so interessant auf jeden Fall. Das Thema interessiert mich auch. Und ich finde es einfach, mich würde interessieren, warum Männer wirklich bei Kindern, bei der Erziehung oder bei dem Sorgerecht für Kinder weniger Recht bekommen als die Frauen. Das ist, finde ich, teilweise ziemlich unfair. Und auch die Geschichten, die hinten drauf so kurz verfasst sind, finde ich sehr, sehr traurig. Volker Bode muss seit der Geburt seines 6-jährigen Sohnes um jede Minute mit ihm kämpfen. Ralf Koch wird ohne jeden Grund vorgeworfen, er habe seine kleine Tochter sexuell missbraucht. Michael Ebert konnte mit seiner 18 Jahre alten Tochter nur wenige Stunden allein verbringen, obwohl er von Beginn an für sie sorgen wollte. Ich finde es einfach nur traurig, wenn so. Und mich würde es wirklich interessieren, warum das so ist. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Das interessiert mich wirklich sehr. Und das ist einfach ein Thema, was mich sehr beschäftigt und auch ich. Und ich finde, es muss einfach angesprochen werden. Vielleicht gibt es dazu einen Booktalk oder so, wenn ich es gelesen habe. Dann ein Buch, das auch sein Thema betrifft, was eigentlich angesprochen gehört. Es ist ein Rezensionsexemplar. Nämlich, es ist dein Planet. Ideen gegen den Irrsinn von Sascha Mamczak und Martina Vogel. Ist ein Rezensionsexemplar von Heine. Und es ist nicht dick, das lässt sich auch schnell lesen. Ist ziemlich klein geschrieben und mit Bildern und Illustrationen und ich bin schon sehr gespannt. Ist auf jeden Fall auch sehr, sehr ein wichtiges Thema. Klimawandel, Meer voller Müll, zu betonierte Landschaften und so weiter und so fort. Mit diesem Irrsinn machen die Erwachsenen den Planeten kaputt und klauen ihren eigenen Kindern die Zukunft. Das Buch für die neue Generation. Neue Ideen, neue Gedanken und neuer Blick auf die Welt. Klingt auf jeden Fall sehr interessant und ich bin schon sehr gespannt, was da so alles drin steht. Dann die letzten zwei Bücher. Auch dieses Buch musste bei mir einziehen. War auch ein Facebook-Kauf, ganz günstig, glaube ich auch für 10 Euro oder so. Anstatt für 14,99. Ist auch erst erschienen und ich habe mich so gefreut, als ich das gesehen habe. Musste ich sofort zuschlagen. Es musste einfach sein. 10 Stunden von Michael Tsokos. Ein True Crime Thriller. Ist ja auch erst im Oktober erschienen. Ich glaube im Oktober. Im Oktober mit dem 49. Hört sich sehr, sehr geil an. Und ich will das jetzt unbedingt auch bald lesen. Musste einfach einziehen. Es ging nicht anders. Und das letzte Buch ist ein Buch mit einem sehr, sehr schönen Cover. Ich wollte das Buch schon so lange haben. Es ist jetzt kein Thriller, sondern eher eine Dystopie. Die hätte ich in der Schule schon lesen können, aber irgendwie habe ich es da nicht getan, weil ich es irgendwie nicht mehr geschafft habe. Aber das Cover ist wunderschön. Die Stadt der verschwundenen Kinder von Carrick O'Brien. Ist das Cover nicht schön? Ist der erste Teil der Reihe. Und es hört sich einfach so genial an. Und ich wollte es damals schon lesen. Und dann habe ich es irgendwie nicht mehr geschafft, weil noch viele andere Bücher Interessantes drin standen in dem Regal. Und jetzt habe ich es ganz günstig bei Patchy's Books, glaube ich, heißt die, bekommen. Sie hat es mir angeboten und ich freue mich so sehr. Es ist jetzt nicht ganz so dünn, das Buch. Hat auf jeden Fall einige Seiten. Ich weiß schon mal. Über 400. Es hat 462 Seiten. Also, ich glaube, das lässt sich gut lesen. Und das klingt so spannend. Und das soll auch wirklich gut sein, habe ich gehört. Bin schon sehr gespannt. Ich freue mich schon so sehr darauf. Wie auf alle Bücher, die ihr hier jetzt gesehen habt. Und auf alle weiteren, die hier in den Bücherregalen stehen. Das waren die Neuzugänge für den Monat November. Es sind wieder einige geworden. Aber kennt ihr ein Buch davon schon? Das würde mich interessieren. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Würde mich so interessieren, ob ihr davon schon was gelesen habt oder etwas kennt.
Da oben könnt ihr, wie gesagt, das Rebuy-Unpacking sehen und meine letzten zwei Videos. Die könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. Und ansonsten sage ich jetzt noch Tschüss und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ich freue mich einfach so sehr. Das war's. Das waren die Neuerscheinungen. Neuerscheinungen.